Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Am Samstag findet die fast komplette Öffnung in Österreich statt. Gleichzeitig sind die Neuinfektionen noch hoch. Was bedeutet das eigentlich für Long-Covid? Wie wird eigentlich mit Long-Covid-Betroffenen umgegangen? Wird da genug getan? Wie werden sie versorgt und was bedeutet Long-Covid eigentlich? Fragen, die ich dem Neurologen und absoluten Long-Covid- und Chronic-Fatigue-Syndrome-Spezialisten Michael Stingel fragen möchte. Guten Abend. Hallo. Fangen wir als Erste mit den Öffnungen an. Am Samstag gibt es die de facto komplette Öffnung. Es scheinen einige Experten große Bauchweh zu haben, die Politik nicht. Wie sehen Sie es? Ich sehe halt vorwiegend die Folgen. Ich sehe die Folgen von den bisherigen Corona-Infektionen. Und ich glaube, auch wenn man jetzt die Hoffnung hat, dass es mit Omikron vielleicht milder ist und dass die Impfung vielleicht einen Teil dazu beitragen wird, dass weniger Leute Long-Covid entwickeln, wird es trotzdem passieren. Also es ist sicher nicht so, dass man jetzt irgendwie sagen kann, das war's jetzt, Pandemie vorbei. Ich denke, es wird auch jetzt weiterhin Leute geben, die Probleme entwickeln. Und insofern, ja, ich denke, so auf die lockere Schulter würde ich es nicht nehmen, aber ich werde weiter meine Maske tragen, klarerweise in Situationen, wo es angebracht ist. Wo ist es angebracht? In geschlossenen Räumen? In geschlossenen Räumen, beziehungsweise, also in der Ordination definitiv, in den öffentlichen Verkehrsmitteln bis auf Weiteres sowieso. Dafür finde ich, sind die Zahlen viel zu hoch, um das ist einfach irgendwie so zu sagen, man tut jetzt so, wie wenn nichts wäre. Sie haben jetzt gesagt, Long-Covid gibt es eben auch bei der Omikron-Variante. Da hat man ein bisschen den Eindruck, auch die Politik kommuniziert es teilweise so, Omikron sei sehr, sehr mild. Mhm. Können Sie das aus Ihrer Sicht als Arzt erklären? Ich glaube, das Problem mit Long-Covid ist ja generell, dass sehr viel in den Topf geworfen wird. Es gibt einerseits natürlich schwere Erkrankungen, die dann zu Folgen führen. Das ist aber nichts Neues. Das macht jede Infektion, jede schwere Erkrankung wird dazu führen, dass man Wochen, Monate, vielleicht auch für immer in der Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist. Mhm. Das, was halt diese postviralen Syndrome, jetzt nicht nur Long-Covid, sondern generell so bemerkenswert macht, ist, dass die oft nach relativ milden Infektionen auftreten, was wo man jetzt im Normalfall jetzt nicht irgendwie groß überlegen würde. Ja. Schnupfen oder grippale Infekte ein, zwei Wochen dauert, ist die Erwartungshaltung, dass man wieder gesund wird. Und es stimmt ja Gott sei Dank auch meistens. Aber das Problem ist, dass es immer schon bei Infektionen so war und jetzt halt bei Long-Covid mehr auffällt, dass es doch einen gewissen Prozentsatz an Leuten gibt, die sich nicht erholen. Und da ist letztendlich der Schweregrad der Infektion relativ unerheblich. Das betrifft Long-Covid, also in dem Sinn, wo ich Long-Covid sehe, wo eben diese Post-Exertion Malaise dabei ist, wo wirklich eine massive Verschlechterung des Zustandes noch auf sehr banaler Aktivität auftritt. Das ist eben was sehr häufig bei jüngeren Leuten auftritt, die nicht vorerkrankt waren, die keinen schweren Verlauf hatten. Also insofern jetzt die pure Tatsache, dass Omikron weniger schwere Verläufe erzeugt, sagt im Prinzip nicht unbedingt was davon aus, dass es auch weniger Long-Covid erzeugen wird. Mhm. Weil sich viele Menschen auch nichts darunter vorstellen können, ab wann muss ich mir, sagen wir, ich habe Omikron erwischt, ab wann muss ich mir Sorgen machen, das könnte jetzt Long-Covid sein? Ich glaube, der Punkt ist, und das ist auch der Grund, warum Long-Covid ja teilweise so heruntergespielt wird, dass für die meisten Leute geht eine Corona-Infektion gut aus. Das ist Tatsache. Es ist aber trotzdem bei manchen Leuten so, dass diese akute Infektion abklingt, dass das Fieber weg ist, dass der Husten weg ist und dass man dann trotzdem bemerkt, dass man in der Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist. Das muss jetzt nicht per se heißen, dass es Long-Covid ist. Das ist eben oft der Fall, dass es einfach ein paar Wochen dauert, bis man wieder auf den Damm kommt. Aber wenn sich das wirklich über ein, zwei, drei Monate hinzieht und vor allem, wenn dieses sehr typische Merkmal dabei ist, dass oft sehr banale Aktivitäten wie Stiegensteigen oder Hausarbeiten oder Spazierengehen oder so schon zu viel sind, dann ist schon der Punkt, wo man im Idealfall dann eine Abklärung suchen sollte und wo man halt auch die richtigen Schritte setzen sollte. Und das ist halt eben bei Long-Covid, dieses generell bei postviraler Fatigue, bei MCFS, das Thema mit diesem Pacing, dass man eben die Aktivität anpasst an das, was geht und nicht drüber trainiert. Und da wäre es halt wichtig, wenn es nicht besser wird, wenn man bemerkt, dass man massive Verschlechterungen erlebt, auch bei sehr banalen Aktivitäten, dass man dann halt reagiert rechtzeitig. Mhm. Dieses Pacing heißt, also wirklich Pausen einlegen zu können und zurückzufahren. Das heißt im Prinzip, dass man die Aktivität anpasst an das, was geht. Das bedeutet nicht, dass man überhaupt nichts machen sollte, aber das bedeutet auch, dass das, was wir in der Medizin und was viele Leute klarerweise aus dem eigenen Erleben kennen, dass man mit Training einen Fortschritt erzielt, was auch stimmt für die meisten Sachen, dass man damit keinen Erfolg hat, dass man im Endeffekt
wenn es blöd hergeht, dann eine Chronifizierung provoziert. Und viele Leute bemerken es eh relativ bald. Ja. Die Leute sind ja nicht blöd. Aber wenn man irgendwie regelmäßig bemerkt, dass wenn man versucht, Sport zu machen, dass man dann 3 Tage krank im Bett liegt, dann wird man es nicht machen. Aber es ist trotzdem wichtig, dass, und dieses Wissen kommt jetzt zunehmend. Da steht in den Leitlinien der ÖGAM drin, in der Gesellschaft für Allgemeinmedizin, dass Pacing eben bei bestimmten, bei Leuten, die diese Symptome haben, ein wichtiger Teil der Therapie ist. Und darauf muss man rechtzeitig reagieren. Ich denke, und das sehe ich auch jetzt aus der Ordination, je früher man damit beginnt, desto besser ist die Prognose, dass sich das im Verlauf der Monate dann wieder von selber gibt. Aber es ist natürlich nie eine Garantie und insofern braucht es halt auch eine entsprechende Versorgung, vor allem für die Leute, wo es nicht im Verlauf wieder besser wird, in spezialisierten Zentren, wo einfach auch geforscht wird, warum das nicht besser wird. Mhm. Da habe ich, ich folge Ihnen ja auch auf Twitter, da habe ich den Eindruck, Sie sind der Meinung, da wird zu wenig gemacht. Es ist immer so schwer von außen zu beurteilen. Ich denke schon, dass es am Radar ist. Es wird auch oft genug erwähnt, aber man hat jetzt irgendwie nach 2 Jahren Pandemie nicht so das Gefühl, dass was Systemisches passiert. Es wird benannt, das Problem. Es wird das benannt, das potenzielles Problem auch für die Wirtschaft, weil natürlich auch Leute langfristig aus dem Arbeitsprozess rausfallen würden. Man sollte es definitiv benennen als Riesenproblem für die Leute, die es betrifft, denen letztendlich die Lebensgrundlage entzogen wird und die einfach wirklich grauslich chronisch krank sind. Es gibt jetzt eine Petition der CFS-Hilfe bezüglich ME-CFS, bessere Versorgung von ME-CFS, wo die Stellungnahme des Gesundheitsministeriums am Ende des Tages war, es ist nicht geplant und nicht zielführend, von öffentlicher Seite spezialisierte Anlaufstellen zu finanzieren, weil das, was wir haben, eh reicht. Und da muss man halt ganz ehrlich sagen, die Realität der Betroffenen sagt, das reicht momentan nicht. Und da muss definitiv was gemacht werden, weil wenn jetzt wirklich auch durch Omikron weiterhin in dem Ausmaß Leute mit Long-Covid sich entwickeln und von denen dann ein gewisser Prozentsatz chronisch krank bleibt, dann brauchen diese Leute Anlaufstellen und dann brauchen wir in der Medizin auch Stellen, wo geforscht wird, warum das passiert, weil wir wissen es am Ende des Tages nicht und wenn wir es nicht wissen, können wir es nicht behandeln und dann haben wir die Tatsache, dass Leute für immer möglicherweise krank bleiben. Mhm. Man hat ja jetzt erst vor kurzem gehört, dass die Mononukleose, also das pfeifersche Drüsenfieber, könnte zum Beispiel als Spätfolge einen Schub für Multiple Sklerose auslösen. Das heißt, auch da war die Forschung zu gering. Verstehe ich das richtig? Weil Sie haben ja gesagt, bei sämtlichen Viruserkrankungen kann da was nachentstehen. Zu gering. Es ist diese Hypothese, dass gerade Epstein-Barr gesundheitliche Folgeprobleme unabhängig jetzt von der eigentlichen Infektion verursachen kann, diese Idee gibt schon länger. Also es war halt jetzt eine größere Studie, die halt doch einen deutlicheren Hinweis geliefert hat, dass es gerade in der Entstehung der Multiple Sklerose doch eine große Rolle spielt. Aber der Punkt ist, dass virale Infektionen in der Entstehung von vielen Erkrankungen als möglicher Trigger zumindest, also nicht als alleinige Ursache, aber als ein Mosaikstein, auch bei Demenzen zum Beispiel, irgendwie im Raum stehen. Und ich denke schon auch, dass diese Sache mit Long-Covid, wo diese Folgeschäden einfach durch diese pure Menge der Leute, die es in Absolutzahlen betrifft, doch sehr auffallen, dass das doch auch einen gewissen Schub geben wird, diese Virusfolgen dann in Zukunft auch zu beforschen. Aber dazu bräuchte man halt auch entsprechende Stellen, die das tun. Mhm. Wären Sie, weil ich glaube, Sie sind einer der wenigen Spezialisten in dem Land, der da auch sehr engagiert ist, werden Sie da versuchen, mit dem neuen Gesundheitsminister, designiert ist, Johannes Rauch ins Gespräch zu kommen? Ich glaube, das Problem ist, ich bin da ein kleines Licht, oder? Das ist, ich versuche, und deswegen sitze ich auch da letztendlich. Ja. Ich meine, ich habe mir über die Jahre einiges an Wissen über diese Probleme angeeignet. Ich sehe sehr viele Betroffene, sowohl von Zeiten von vor Corona als jetzt auch mit Long-Covid. Und am Ende des Tages ist es nicht so, dass man gar nichts weiß. Ja. Man könnte das, was bekannt ist, die Probleme, die auftreten bei postviralen Zuständen, könnte man durchaus schon wesentlich zielgerichteter, glaube ich, abklären und behandeln. Ich meine, wenn von irgendeiner Seite Interesse da ist, ist es kein Geheimwissen, auf dem ich drauf sitze. Ja. Aber ich glaube, da muss ich auch... Also, ich bin halt ein Wahlarzt in Wien und habe insofern keine große Relevanz im großen Ganzen, glaube ich. Mitunter kann ich ein Einzelner viel auslösen. Wie geht es denn Ihren Patienten derzeit, wenn die mitkriegen, alles öffnet und alles ist quasi tralala, um es jetzt mal zugespitzt zu sagen? Ich glaube, jeder, der in diesem Zustand drinnen ist, weiß, was es bedeuten kann, wenn man einen Virusinfekt kriegt, von dem man eigentlich primär davon ausgeht, da wird schon nichts passieren. Ja, ich bin eh jung, ich bin eh fit, ich werde wieder gesund werden. Ich habe schon oft einen viralen Infekt gehabt und es hat auch nichts, keine Probleme verursacht. Ja.
ich denke, wenn man das erlebt, ja, und wie gesagt, es sind ja bei Weitem Gott sei Dank nicht alle, weil wenn das jetzt in noch größeren Mengen passieren würde, dann hätten wir noch ein größeres Problem. Aber es ist halt keine unbeträchtliche Anzahl. Ich kann es jetzt nicht sagen. Ja. Ich denke, dass viele das wahrscheinlich auch sehr skeptisch sehen werden. Wie alt sind Ihre Patienten im Schnitt? Ja, das ist im Prinzip deckt sich das mit dem, was man von anderen postviralen Syndromen weiß, dass die Altersverteilung so im Kern zwischen 15 und 40 ist. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht Jüngere oder Ältere auch kriegen können. Aber das ist halt so im Prinzip der Hauptteil der Leute, die ich sehe. Durchaus auch welche so um die 50, 60. Ich habe auch vereinzelt Leute gesehen, die eben älter waren, die diese typischen Long-Covid-Symptome haben, wo man eben trennen muss. Ist es einfach ein älterer Mensch mit Vorerkrankungen, der einen schwereren Verlauf hatte und einfach deswegen nicht fit wird. Aber die haben halt dann trotzdem eine Erschöpfung, aber nicht diese Post-Exertional Malaise. Und ich finde, das ist so dieser Punkt, ja, den man wesentlich mehr rausarbeiten muss. Erschöpfung an sich kommt bei vielen Erkrankungen vor, aber es gibt bei postviralen Syndromen eben diese spezielle Art der Erschöpfung. Ja. Und das trifft halt eher diese Erschöpfung mit der Verschlechterung nach banaler Anstrengung, diese Post-Exertional Malaise. Und das trifft halt eher Leute zwischen 15 und 40. Das ist dann eine Erschöpfung, die wirklich lebenseinschränkend ist. Natürlich, sie können dann oft basalste Dinge nicht mehr machen. Also ich frage die Leute immer, was geht momentan bei ihnen? Dann sagen sie mir, ja, ich kann 20 Minuten in der Ebene spazieren gehen, ja, zum Beispiel. Ja. Aber wenn ich das mache, kann ich nachher den ganzen Tag nichts mehr im Haushalt machen. Ja. Natürlich ist das massivst einschränkend. Das ist für viele Leute dann auch bedeutend, dass Arbeitsfähigkeit nicht gegeben ist. Ja. Oder wenn, dann halt nur mit großen Einschränkungen, mit deutlich reduzierten Stunden und mit Homeoffice und mit der Möglichkeit zur Pause und so weiter. Also natürlich ist das sehr einschränkend. Und ich glaube, das Problem dabei ist, ja, wenn man nicht selber in so einer Situation ist, man kann sich es nicht vorstellen. Ja, und das führt dann halt auch zu diesem schlechten Renommee, das diese Erkrankung oft hat, dass da irgendwie so unterstellt wird, die sind ja nur faul, die wollen nichts machen. Ja. Fatigue, Erschöpfung hat immer so ein bisschen diesen Beigeschmack crazy or lazy. Mhm. Aber weder das eine noch das andere trifft zu auf diese Leute. Natürlich kommt dann, wenn sie sowas nach 3 Monaten haben, ja, sie wissen ja nicht, wie es ausgehen wird. Es kann natürlich sein, dass es wieder besser wird. Es kann natürlich sein, dass sie nach einem Jahr wieder komplett gesund sind. Und das kommt ja Gott sei Dank auch bei vielen Leuten vor. Aber zu dem Zeitpunkt kann es ihnen keiner sagen. Und natürlich kommen da massivste Ängste auch dazu. Da hängen ja Existenzen dran und das darf man nicht vergessen. Mhm. Was dann auch zu diesem Problem führt, der fehlenden Absicherung oft. Ja, wo man halt einfach auch sagen muss, wenn man davon ausgeht, dass es ein Jahr, 1,5 Jahre dauern kann, dann braucht man auch entsprechende Absicherung, sowohl durch die ÖGK als auch die BVA, um den Leuten ihre Konvaleszenz zu ermöglichen. Mhm. Und das ist derzeit nicht der Fall? Also in meiner Wahrnehmung jetzt, die ÖGK ist da extrem entgegenkommender geworden, was die Krankenstände betrifft. Das war zu Beginn sicher nicht so, aber man hat jetzt schon das Gefühl, dass im Großen und Ganzen das ganz gut funktioniert, dass auch längere Krankenstände gewährt werden. Das Problem nach wie vor ist halt diese Sache mit dem Reha-Geld, wo halt oft sehr unterschiedliche Einschätzungen bezüglich Arbeitsfähigkeit kommen. Und ich denke, da wird ein Umdenken auch passieren müssen, weil so wie es bei MECFS bis jetzt war, ist es einfach nicht okay. Was sich viele auch fragen, ist, inwieweit, falls man das beantworten kann, schützt die Impfung oder kann die Impfung zu einem Schutz vor eben Long-Covid beitragen? Da gibt es mittlerweile einige Studien und die haben halt im Großen und Ganzen auch wieder dieses Problem, dass Long-Covid nicht gut definiert ist. Ja, wenn man einfach Symptome abfragt, wie Kopfschmerzen, Fatigue, also diese Erschöpfung, Schmerzen und so weiter, ja, sie kriegen halt nicht dieses präzise Bild. Und es waren zum Beispiel einige Studien dabei, wo rauskommt, die Impfung reduziert das Risiko für Long-Covid. Und dann schaut man sich's an und sieht dann, dass es eher in der älteren Population war, wo man dann denkt, okay, die haben halt einfach, was die Impfung ja gut macht, ja, schweren Verlauf reduziert und natürlich dadurch die Folgeschäden eines schweren Verlaufs. Es ist sicher so, dass es eine Risikoreduktion gibt, die sicher nicht in dem Ausmaß gegeben ist wie die Reduktion vom Risiko für schweren Verlauf oder Hospitalisation oder Tod. Also nur auf die Impfung verlassen wird man sich bei Long-Covid nicht und deswegen braucht man halt Anlaufstellen und irgendwie Ansätze einer Therapie zumindest. Und ich habe die Antwort gehört, die Hauptzielgruppe sozusagen sind die 15- bis 40-Jährigen, aber viele fragen sich trotzdem, wie ist es mit Jüngeren, mit Kindern? Mhm. Sind die betroffen von Long-Covid oder sind das tatsächlich Einzelfälle? Das ist für mich schwer zu sagen. Ich bin Erwachsener-Neurologe. Ich sehe halt im Prinzip dann so ab 13, 14 herum, weil alles, was alle Kinder, die jünger sind, da fehlt mir halt die pädiatrische Erfahrung am Ende des Tages. Aber wenn man im Kontakt steht auch mit Kolleginnen und Kollegen, die Kinder und Jugendliche betreuen, ist es schon klar, dass es vorkommt. Das ist von den Statistiken her sicher so, dass je jünger die Kinder, desto geringer das Risiko. Aber eben ab einem Alter von 12, 13, 14, das ist auch, was MECFS angeht, einer der Altersgipfel. Ja. Also da kommt das definitiv vor. Und das habe ich selber auch schon oft genug in der Ordination gesehen. Zum Abschluss, was sollte die Gesellschaft, was kann der Einzelne jetzt machen?
ich glaube, was kann ein Einzelner machen, ist immer eine gute Frage. Ja. Ich denke halt, der individuelle Schutz mit der Maske ist definitiv zu empfehlen. Mir geht die Maske genauso auf die Nerven wie allen anderen auch. Ich hocke 12 Stunden am Tag mit der Maske in der Arbeit und bin froh, wenn ich sie dann am Heimweg wieder runtergeben kann. Der Punkt ist halt nur, dass man nicht irgendwie eine Inconvenience, dass man jetzt eine Maske trägt, damit verwechseln sollte, dass man damit möglicherweise eine Infektion verhindern kann, die, wenn es blöd hergeht, wirklich zu langfristigen Folgen führen kann. Also natürlich ist das in der jetzigen Zeit dann jedem selber überlassen, aber ich denke prinzipiell schon, dass es eine gute Idee ist, in den entsprechenden Situationen noch weiter Maske zu tragen. Und noch eine Frage, weil es eben auch aktuell ist. Die Politik glaubt derzeit durch den Ukraine-Krieg, also dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, sei das Thema Pandemie aus der Öffentlichkeit verschwunden. Aber ist die Pandemie deswegen vorbei? Wie gesagt, mein Spektrum sind die Spätfolgen. Ja, die Spätfolgen sind definitiv noch nicht vorbei. Gut, dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch. Danke. Dankeschön. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es spannend weiter. Bleiben Sie dran.